outstanding, you know, as a player. Like, at every moment he's able to score. And with this great player, you know, in the team, we can go really, really far. And we have to find something, yeah, to avoid scoring goals, you know. And this is what's worrying me. But on the other hand, you know, if you have a look on the way they are doing for the moment in the championship, the Spanish championship, so there are some weaknesses as well. And so hopefully we can find, you know, the right way to approach this game. Thank you. Can you speak some German, please, and tell me about what you think of the draw in German and what you think about Real Madrid? Ja, für uns ist es ein sehr gutes Spiel. Wir wollten auf gar keinen Fall gegen Bayern München gelost werden. Das wäre nicht so interessant gewesen. Wir haben schon einige Spiele in diesem Jahr gegen Bayern gehabt. Wir haben den Supercup gegen Bayern gespielt. Wir haben im DFB-Pokal schon gespielt. Also von daher sind wir darüber glücklich. Es hätte sicherlich das ein oder andere leichtere Los gegeben, aber es hätte, das muss man, glaube ich, wenn man im Moment die Verfassung von Real Madrid sieht, so wie sie in der Meisterschaft spielen, hätte es, glaube ich, auch zwei oder drei Lose geben können, die schwieriger sind. Also von daher sind wir sehr zufrieden. Das ist ein sehr gutes Los, was das Interesse unserer Zuschauer angeht. Real Madrid ist ein großer Name mit großen Spielern, mit interessanten Spielern. Von daher ist es, für uns ist es eine große Sache, im Viertelfinale zu sein. Wir sind seit vielen Jahren sind wir das erste Mal wieder dabei und sind gleich wieder jetzt ins Viertelfinale vorgestoßen. Das ist ein außergewöhnlicher Moment für uns. Et vous pensez gagner ou perdre le final? J'espère gagner, toujours. Hein? On va voir après, oui. Oui, mais c'est quand même le favorite pour les deux matchs. Mais quand même, Wolfsburg aussi, c'est sympa cette année. C'est vraiment, il marche très très bien, vous pensez? La saison dernière, on a très bien joué avec deuxième en championnat. On a gagné la Coupe en Allemagne, mais cette saison, c'est un peu plus difficile. Mais en Champions League, on a vraiment très bien joué. On a joué 8 matchs, on a gagné 6 matchs. Ça, c'est déjà c'était un parcours exceptionnel pour nous. Et maintenant, on va essayer de gagner aussi contre le Real. Merci. Merci.